Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 19. Unfruchtbar ist der ruchlosen Rotte und Feuer verzehrt die Zelte der Bestechung. Hiob, Kapitel 15, Vers 34. Wir brauchen keine falschen Engel, rief einer der Männer beim Feuer aus und schüttelt zornig die Faust. Die anderen Leute auf dem Dorfplatz von Morella johlten zustimmend und reckten ebenfalls die Fäuste in die Luft. »Eure habgierigen Monarchen sind fort, und euch wollen wir hier auch nicht haben«, rief jetzt ein anderer, der eine stark rußende Fackel trug, die sich bei näherem Hinsehen als reich beschnitztes Stuhlbein entpuppte. Auch bei den anderen Dorfbewohnern konnte Hinayel Überreste von Möbelstücken entkennen, die ihnen als improvisierte Fackel dienten. Er stand immer noch mit weit gespreizten Flügeln zwischen dem Kloster und dem Mob. »Schluss jetzt!« donnerte seine Stimme über den Platz. »Wir sind die Boten des Lichts, die wahren Engel des Herrn. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Lügner, und jeder, der ihm glaubt, ist ein törichter Narr.« Ein mächtiger Widerhall begleitete seine Worte, als hätte er sie nicht auf dem Dorfplatz, sondern in einem großen Saal oder Gewölbe gesprochen. Er konnte sehen, wie die Leute zusammenzuckten und einige sich erschrocken umsahen, als könnten sie nicht glauben, dass die Worte allein aus seinem Munde erklungen waren. »Unser Wort ist Gottes Wort, und unsere Hand ist die Hand Gottes«, hob er wieder an. »Also widersetzt euch nicht, der Allmacht des Herrn. Du da, beim Feuer, tritt vor!« Mit diesen Worten deutete Hinayel auf einen der Männer, die noch bis zum Schluss Teile der Einrichtung des kleinen Klosters in die Flammen geworfen hatten. »Wie ist dein Name?« »Miguelas«, antwortete der Mann stockend und traf unwillkürlich einen Schritt vor. »Was genau ist hier geschehen?« fragte Hinayel ihn streng. »Es ist nur wegen der Ernte, Herr«, antwortete der Mann eingeschüchtert. »Es gab zu viele Stürme dieses Jahr. Der Regen hat alles fortgewaschen. Auch die Herden hat es getroffen. Die Tiere sind fast alle tot, vom Erdrutsch erschlagen oder von Seuchen dahingerafft. Doch die Pfaffen und Monarchen, sie haben nichts getan. Sie haben nur gesagt, wir sollen härter arbeiten und zum Herrn beten. Aber davon wurde es nicht besser. Und dann kam Joram, der Goldene. Er hat uns einen neuen Weg gezeigt.« Hinayel hob die Hand und unterbrach die Worte des Bauern, dessen Augen zu leuchten begonnen hatten, als er den Namen Joram erwähnte. »Der Goldene?« fragte er. »Was bedeutet das? Und welchen Weg hat er euch gezeigt?« »Er ist in goldenem Feuer zu uns heruntergekommen«, sagte der Mann scheu und blickte kurz von den Bergen im Nordosten auf. »Und er hat uns einen Ort gezeigt, an dem ein heiliger Staub verborgen ist, der unsere Felder schneller wieder fruchtbar machen wird. Er hat uns auch gesagt, die Monarchen wüssten noch von vielen solchen Orten und hielten viele nützliche Dinge in ihren Mauern vor uns verborgen.« »Und da habt ihr sie umgebracht und ihre Sachen verbrannt?« mischte sich Adunjul ein. Der Gabrielit hatte bei den Worten des Bauern sein Flammenschwert gezogen, dessen breite Klinge sofort zu lodern begann. Miguelas schüttelte den Kopf und wich ängstlich ein paar Schritte zurück, und auch die anderen Dorfbewohner blickten unruhig zu dem entschlossenen jungen Todesengel hinüber. »Nein, nein«, rief eine Frau aus der Menge jetzt. »Wir haben sie nur fortgejagt und angefangen im Kloster nach Dingen zu suchen, die uns helfen.« Hinayel blickte zum Kloster hinüber. Es war kaum mehr als ein großer Bauernhof, der von einer hölzernen Palisade umgeben war, über der sich ein Windrad oder ein Glockenturm erhob. Er wusste, dass es sich um ein Kloster der Ramieliten handelte,
konnte aber kaum denken, dass seine Monarchen viele Geheimnisse bewahrt hatten. Beschwichtigend hob er beide Hände. Adoniel! Zu den Dorfbewohnern gewandt sagte er, ihr habt einen Fehler gemacht, Leute von Morella. Aber der Herr wird euch verzeihen, wenn ihr die Monarchen wieder zurückholt und uns helft, den Ketzer Joram zu finden. Die Leute begannen aufgebracht zu tuscheln, und dann rief einer aus, wir wollen nicht wieder in die Sklaverei der Kirche zurück. Genau, rief ein anderer. Ihr seid falsche Engel. Joram hat uns die wahre Botschaft gebracht. Wir wollen eure Predigten nicht, ließ sich nun auch eine andere Frauenschimme vernehmen. Wir brauchen etwas zu essen. Inayel warf einen kurzen Blick über die Schulter. Daniel, besorg diesen Menschen so viel Essen, wie du auf ein paar Stunden beschaffen kannst. Rahel, ich bin mir nicht sicher, ob diese Leute einfach Versuchung des Herrn der Fliegen erlegen sind oder ob etwas anderes im Spiel ist. Kannst du einen untersuchen und das herausfinden? Die Raphaelitin nickte und trat an seine Seite, während Daniel sich mit einem letzten misstrauischen Blick über den Platz in die Luft erhob und in die Richtung des nahen Waldes flog. Miguelas, komm her, damit dich Rahel untersuchen kann. Was immer dieser Ketzer mit euch angestellt hat, wir werden es herausfinden. Miguelas machte einen unsicheren Schritt auf den Engel zu, wurde aber sofort von den anderen Dorfbewohnern zurückgehalten, die eindringlich auf ihn einredeten. Dann richtete er seinen Blick wieder auf Henayel und sagte fest, »Nein, ich will nicht untersucht werden. Geht jetzt endlich!« Henayel seufzte unmerklich. »Und bist du nicht willig?« Blitzschnell streckte er die Arme nach vorn, als würde er einen unsichtbaren Gegenstand auf Mygellas schleudern. Eine gleißende Entladung traf den Bauern am Kopf und er stürzte rücklings auf den Boden und blieb bewusstlos liegen. Erschrocken stob die Menge um ihn herum auseinander und ging hinter einem lodernden Feuer und den Dorfbrunnen in Deckung. Erst jetzt ließ Hinael die Flügel sinken und faltete sie auf seinem Rücken. Langsam trat er mit Rahel an den bewusstlos liegen gebliebenen Mygellas heran. Henayel beobachtete, wie sie neben dem Mann niederkniete und begann mit geschlossenen Augen ihre schmalen Hände über seinen Kopf und seine Brust gleiten zu lassen. Dann sah er auf und ließ einen Blick über den Dorfplatz schweifen. Die Leute hatten sich in kleinen Grüppchen zu umliegenden Häusern zurückgezogen und beobachteten die Engel mit einer Mischung aus Angst und Misstrauen. Ihm fiel auf, dass die kleinen Nischen in den weiß getünchten Häuserwänden leer waren. Dort pflegten die Menschen in dieser Gegend sonst hölzerne Engelsstatuen aufzustellen. Wahrscheinlich hatten sie die Figuren gleich als erstes auf den Scheiterhaufen geworfen. Henayel fragte sich, was dieser Ketzer wohl an sich hatte. Jedenfalls hatte er einmal mehr bewiesen, dass er große Macht über Menschen hatte. Ob es ihm diesmal wirklich gelingen würde, ihn zu stellen? Henayel selbst war sich seiner Sache gar nicht so sicher, wie er die Schar glauben machen wollte. »Mach dir keine Sorgen«, hörte er Ariels Stimme in seinem Kopf. »Wir werden ihn gemeinsam zur Strecke bringen. Und Rahel wird zweifelsfrei einen Weg finden, diese Menschen aus seinem Bann zu befreien.« »Danke«, lächelte er, ohne sich umzuwenden. Er wusste, dass Ariels Gedanken nur für ihn bestimmt gewesen waren. Doch als hätte auch sie die Worte vernommen, erhob sich Rahel. »Steh auf«, sagte sie sanft, und der Mann erwachte stöhnend. Als er schwankend auf die Beine gekommen und zu den anderen Leuten am Rande des Dorfplatzes zurückgewankt war, sagte Rahel zu Henayel, »Da ist etwas im Inneren. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber dieser Joram hat sich nicht allein auf die Wirkungsmacht seiner Worte verlassen. Er hat ihnen irgendwas gegeben.« »Konntest du ihn heilen, Rahel?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß zu wenig über das Gift oder was auch immer es ist.« Henayel nickte und spreizte wieder die Schwingen. »Hört mich an, Leute.
Der Ketzer Joram steht im Dienste des Herren der Fliegen. Er hat eurem Nachbarn Muigellas Gift gegeben und dem Rest von euch wahrscheinlich auch. Könnt ihr mir sagen, was er euch zu essen oder zu trinken gegeben hat?« »Er hat uns nichts gegeben«, rief ein Mann wütend zurück. »Er hat uns nur die Augen geöffnet. Und jetzt haut endlich ab!« »Wir bleiben«, antwortete Hinail fest. »Kommt«, wandte er sich an seine Schar und ging zum Eingang des Klosters hinüber. Als Daniel nach Morella zurückkehrte, stellte er fest, dass der Scheiterhaufen auf dem Dorfplatz gelöscht worden war und seine Schar und Hinail sich in das verlassene Kloster zurückgezogen hatten. Ariel winkte ihm vom Dach des Gebäudes zu, als er mit seiner schweren Last vorsichtig in der Mitte des Dorfplatzes landete. Er hatte im Wald eine Rotte Wildschweine aufgestöbert und erlegt. Zwei fetten Barchen hatte er die Läufe zusammengebunden und sie mit Trageschlaufen versehen, sodass er sie ins Dorf zurückschleppen konnte. Nachdem er die schweren Tiere auf den Platz abgesetzt hatte, reckte er sich schnaufend und sah sich um. Daniel war es gewohnt, schwere Lasten zu tragen, aber das Gewicht von zwei ausgewachsenen Wildschweinen brachte auch den sehnigen Ureliten an seine Grenzen. Der Dorfplatz war jetzt menschenleer. Die Dorfbewohner mussten sich in der Zwischenzeit alle in ihre Häuser zurückgezogen haben. »Hallo«, rief Daniel laut und wartete einen Augenblick. »Hallo, wo steckt ihr denn alle? Ich habe Essen für euch.« Langsam sah er sich um. Ariel, die Szene immer noch beobachtete, grinste ihn an. »Oh, ich glaube schon, dass sie dich gehört haben, aber solange du Latein mit ihnen sprichst, werden sie dich nicht verstehen.« Daniel sprach nicht oft mit Menschen, und als er sich gerade auf seine spärlichen Kenntnisse in Common besann, trat eine alte Frau mit einem schwarzen Kopftuch aus einem der Häuser. Misstrauisch starrte sie zu Daniel und den beiden Wildschweinen zu seinen Füßen. »Das soll alles sein?« fragte die Alte mit schriller Stimme. »Wie soll denn davon das ganze Dorf satt werden?« »Draußen im Wald liegt noch mehr Wild, aber wenn sie es nicht bald abholen, schnappt sich es sicher noch ein anderer«, knurrte Daniel ungeduldig auf Latein. Ariel trat herzu und übersetzte für die Greisin in die geläufigere Gemeinsprache. Anscheinend schien die Aussicht auf eine größere Menge Wildschwein die Dorfbevölkerung ihr Misstrauen vergessen zu lassen. Jetzt öffneten sich weitere Türen und der Platz füllte sich langsam. Mit ein paar Flügelschlägen erhob Daniel sich wieder in die Lüfte. »Folgt ihm, Leute. Er wird euch zeigen, wo der Rest liegt«, rief Ariel und wies auf den Ureliten, der sich in Richtung Norden entfernte. Als Daniel zum zweiten Mal nach Morella zurückkehrte, wurde es bereits dunkel. Die Menschen kamen am Boden viel langsamer voran als er in der Luft. Und so hatte es über 2 Stunden gedauert, bis die Stelle erreicht wurde, an der die erlegten Wildschweine zurückgelassen waren. Auf dem Rückweg war er froh gewesen, allein zum Kloster zurückfliegen zu können. Jetzt saßen die Engel im Hof des Klosters unter einem breiten Vordach beisammen und berieten sich. Alle bis auf Maloriel hatten sich um das kleine Feuer versammelt, das Adoniel in Daniels Abwesenheit entzündet hatte. Hinael hatte den Rameliten ausgeschickt, um im Dorf Erkundigungen einzuziehen. »So weit ist er bisher noch nie gegangen«, sagte Hinael verärgert. »Die einfachen Leute von Morella gegen die Monarchen aufzuhetzen, ist ein starkes Stück.« »Ich habe das Gefühl, Joram gewinnt stetig an Macht«, warf Ariel besorgt ein. »Es wird Zeit, dass wir dem ein Ende bereiten.« »Wo bleibt denn nur Maloriel?«, fragte Hinael nachdenklich. »Hoffentlich kann er aus diesen sturen Iberern herausbekommen, was der Ekstatiker ihnen eingeflößt hat. Wenn sie wirklich so ausgehungert und verzweifelt waren, kann es ihm nicht schwer gefallen sein, sie zu vergiften.« »Vielleicht sagen sie aber auch die Wahrheit«, nachdenklich sah Rahel an den anderen vorbei in den Nachthimmel. »Er muss ihnen nichts zu essen oder zu trinken gegeben haben. Vielleicht haben sie auch etwas eingeatmet, ohne dass sie es bemerkt haben.« »Aber was sollte das gewesen sein?«, fragte Hinael und sah sie aufmerksam an. »Rauch«, antwortete sie, »der Rauch des Brandlandes.« »Das ist doch Quatsch«, rief Adoniel aus. »Die nächsten Fegefeuer sind viele 100 Kilometer entfernt
Und wieso glaubt ihr, die Leute müssten unbedingt vergiftet worden sein, um Böses zu tun? Henael hob die Hand. Langsam, Adoniel. Wir wissen, dass dem Feind jedes Mittel recht ist. Und wir wissen auch, dass niemand sich leichtfertig mit dem Herrn der Fliegen einlässt. Wir sind hier, um die Wahrheit herauszufinden. Und ich will mir Rahels Theorie anhören. Adoniel schürzte die Lippen und warf Henael einen bösen Blick zu. Manchmal konnte der Gabrielit ziemlich anstrengend sein, dachte Daniel mit einem stillen Lächeln. Aber Henael schien das nicht allzu schwer zu nehmen. Rahel hatte wieder das Wort ergriffen. Nun, ich habe gehört, dass mit den Menschen furchtbare Dinge geschehen können, wenn sie den Rauch des Brandlandes einatmen, erzählte sie. Wenn jemand zu viel einatmet, stirbt er einen grausigen Tod. Aber wenn er nur ein wenig einatmet, dann steigt der Rauch ihm zu Kopf. Mein Ordensbruder Padamiel war lange in der Nähe des Brandlandes bei Moskau im Einsatz. Er hat mir davon berichtet. Was passiert mit den Menschen, denen der Rauch zu Kopf steigt? Ich weiß nicht genau. Padamiel sagte, die Auswirkungen des Rauches seien vollkommen unberechenbar. Manchmal waren seine Opfer einfach verrückt geworden und hatten versucht, ihre eigenen Familien umzubringen. Andere wurden blind oder verloren ihre Stimme. Das ist mir bei den Bewohnern von Morella nicht aufgefallen, bemerkte Daniel. Ich habe ja gerade eine ganze Gruppe quer durch den Wald geführt und die wirkten alle ganz normal, von ihrem Hass auf die Kirche einmal abgesehen. Vielleicht war die Dosis so gering, dass keine sichtbaren Schäden aufgetreten sind, aber trotzdem eine erhöhte Bereitschaft zum Bösen entstand, überlegte Rahel laut. Nur ein wenig schwarze Erde des Brandlandes, sodass der Rauch, der von ihr ausgeht, kaum sichtbar ist. Der heilige Staub, rief Daniel plötzlich aus. Wie Schuppen fiel es dem Ureliten von den Augen. Er hatte schon auf seinem ersten Flug in den Wald die seltsam schwarzen Felder am Dorfrand bemerkt. Als er später die Dorfbewohner dort vorbeigeführt hatte, hatte er nach den Feldern gefragt, ohne jedoch eine befriedigende Antwort zu erhalten. Womöglich, weil sie sein unbeholfenes Kommen nicht verstanden hatten. Die anderen sahen ihn überrascht an und er erläuterte ihnen seine Theorie. Und wenn wir in Erfahrung bringen können, woher die Leute hier ihren heiligen Staub bekommen haben, können wir dort vielleicht eine Spur finden, die uns zum Versteck des Ketzers führt, schloss er. Henael nickte. Gut, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Adoniel, du suchst Maloriel und bringst ihn sofort hierher. Vielleicht konnte er noch etwas herausfinden, das uns nützen kann. Rahel, Daniel, ihr beide knöpft euch noch ein paar Dorfbewohner vor und versucht alles über diesen heiligen Staub herauszufinden, besonders wo er zu finden ist. Ariel bleibt bei mir, damit wir ein paar Schlachtpläne schmieden können. Adoniel war mit missmutig verzogenem Gesicht aufgestanden und flog ohne ein weiteres Wort davon. Daniel nickte Rahel kurz zu und dann bereiteten auch sie die Schwingen aus und erhoben sich in die Nacht. Maloriel hockte auf einer kleinen Steinmauer hinter einem der Häuser am Rande des Dorfes. Er hatte die Arme um die Knie geschlungen und starrte mit düsterer Miene in den verregneten Nachthimmel. Warum hatte dieser Idiot Henael ausgerechnet ihn losgeschickt, um die widerspenstigen Dorfbewohner zu befragen? Es war natürlich nicht viel dabei herumgekommen. Was er auch versucht hatte, sie waren bei ihrer ersten Vision geblieben. Angeblich hatte Joram ihnen weder Speis noch Trank gegeben. Das Einzige, was sie von ihm bekommen hatten, war dieser dämliche Staub gewesen. Ach, er hatte es sich schon denken können. Warum hatte Henael ihn loswerden wollen? Aber so ungern er vorhin die anderen verlassen hatte, so wenig mochte er jetzt auch wieder zu ihnen zurück. Er konnte dieses Getue zwischen Ariel und Henael einfach nicht mit ansehen. Natürlich glaubten die beiden Michaeliten, niemand würde ihr telepathisches Getuschel bemerken, aber Maloriel konnte genau an Ariels Blick ablesen, wenn sie Gedankenkontakt zu ihrem Ordensbruder hatte. Er wusste nicht, wie lange er so vor sich hingebrütet hatte, als Adoniel herangeschwebt kam und sich neben ihm niederließ. »Ich soll dich zurückholen«, sagte er nach einer Weile und warf einen Kiesel gegen die Wand des Bauernhauses.
Der Spinner glaubt, er hätte eine Spur. Na und? Knurrte Maloriel. Dann soll er ihr nachgehen. Manchmal findet eben auch ein blindes Huhn ein Korn. Ach, er ist ganz aufgeregt und kommandiert alle herum. Rahel und Daniel hat er ins Dorf geschickt und mich zu dir. Und jetzt sitzt er allein mit Ariel im Kloster, um irgendwelche Pläne zu schmieden. Mit einem Satz stand Maloriel auf der Mauer. Er ist mit Ariel alleine? Fragte er wütend. Pläne schmieden? Na, das kann ich mir vorstellen. Los, komm, wir müssen zurück. Ohne auch einmal auf den Gabrieliten zurückzublicken, schwang sich Maloriel in die Luft und verschwand in Richtung Kloster. Jetzt flogen sie gemeinsam auf den Wald zu. Daniel und Rahel hatten tatsächlich herausgefunden, woher die Bewohner von Morella den heiligen Staub hatten, und jetzt flog Daniel mit schnellen Flügelschlägen voran, sodass Ariel Mühe hatte, ihm zu folgen. Sie war froh, dass wenigstens einige ihrer Schar mittlerweile doch wieder ganz bei der Sache waren. Je besser sie ihn kennenlernte, desto mehr mochte sie Hinael, und sie wollte nicht, dass ihre Schar es ihm allzu schwer machte. Außerdem konnten sie alle ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen. Ihr Ziel war eine Höhle, die irgendwo in einer Felswand im Norden des Waldes verborgen sein musste. Joram hatte die Bauern an diesen Ort geführt und sie angewiesen, den schwarzen Staub aus den Tiefen der Höhle auf ihre Felder zu verteilen. Rahel und Daniel hatten auch herausgefunden, dass bereits 2/3 der Felder um das Dorf mit der verbrannten Erde verseucht waren. Keiner der Engel hatte eine Idee, wie man die Felder wieder reinigen konnte. Aber Maloriel hatte mürrisch gemeint, die Monarchen würden gewiss einen Weg finden, den Staub wieder abzutragen und zu vernichten. Wenn sie an Maloriel dachte, huschte ein Anflug von Ärger über Ariels schmales, kindliches Gesicht. Gerade hatte sie seit Tagen zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, mit Hinael allein ein paar Worte zu wechseln. Da war er wie ein Irrer aus dem Himmel herabgestürzt und hatte sie mit sinnlosen Fragen und Vorschlägen zu ihrem weiteren Vorgehen bombardiert. Aber jetzt war nicht die Zeit, sich über das komische Benehmen des Rameliten Gedanken zu machen. Der Waldrand war in Sicht. Kurz nachdem sie aufgebrochen waren, hatte es zu regnen aufgehört. Und jetzt schien ein fast voller Mond durch ein Loch in der dünnen Wolkendecke. Im fahlen Mondlicht konnten sie in der Ferne jenseits des Waldrandes bereits die Felswand schimmern sehen, in der die Höhle liegen musste. Daniel winkte sie zwischen den Felsen herunter. Er hatte den Boden vor der Steilwand abgesucht und kurz darauf hatte er die Stelle gefunden, an der die Bauern aus Morella die ihre Karren abgestellt hatten. Von dort führte ein schmaler Steig in die Felsen hinauf, der schließlich in den dunklen Schlund einer Höhle mündete. »Hier ist es!« rief Daniel und machte vorsichtig ein paar Schritte ins Dunkel. Dann ließ er das kalte Licht der stabförmigen Lampe aufflammen, die er an sein Handgelenk befestigt hatte. »Ich glaube, es geht ziemlich tief in den Berg hinein«, klang seine Stimme jetzt dumpf zu Ariel und zu den anderen hinüber. Sie waren alle gelandet und starrten neugierig in die Höhle. »Adoniel, du hältst hier Wache. Ihr anderen kommt mit, aber vorsichtig«, sagte Hinael leise, und Ariel nickte. Jetzt schalteten auch die anderen ihre Lampen ein und betraten die Höhle. »Immer muss ich draußen Wache schieben«, zischte Adoniel Ariel zu, als sie an ihr vorbeihuschte. »Du bist unser Krieger«, sagte sie beschwichtigend. »Hinael weiß, dass wir in sicheren Händen sind, wenn du über uns wachst.« Dann folgte sie Rahel in die Tiefe. Hatte die Höhle sich hinter dem kleinen Eingang zunächst geweitet, wurde sie danach zu einem schmalen Schlauch, der immer enger wurde, je tiefer er in den Berg hineinführte. Aber schon nach ein paar Schritten war klar, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Der ganze Boden der Höhle war mit feinem, tiefschwarzem Staub bedeckt, der das Licht ihrer Lampen vollkommen zu schlucken schien. Plötzlich blieb Daniel abrupt stehen. »Ich komme nicht mehr weiter«, rief er hier nach hinten. »Aber ich kann die Brandherde sehen. Ein enges Loch führt in eine andere Höhle hinab, in der ich einen großen schwarzen Haufen erkennen kann. Aber der Einstieg ist zu klein für unsere Schwingen.«
Kannst du erkennen, ob die Höhle noch einen zweiten Ausgang hat?", fragte Henael. "Nein, das kann ich nicht. Das könnte riesig sein dort unten. Aber dem fehlenden Luftzug nachzuurteilen, muss es eine Sackgasse sein." "Na gut", sagte Henael. "Wir kehren um. Achtet auf dem Weg nach draußen noch einmal auf Besonderes, auf die Spuren." Ariel war froh, wieder aus der Höhle herauszukommen, in der sie ihre Flügel eng an den Körper pressen musste, um sich überhaupt bewegen zu können. Sie merkte, dass es den anderen genauso erging. Spuren entdeckte niemand, aber kurz bevor die Höhle sich wieder weitete, kam ihnen Adoniel entgegen. "Wieso hast du deinen Posten verlassen?", fragte Henael verärgert, der jetzt ganz vorne ging. "Da steht ein Monarch vor dem Eingang", antwortete der Gabrielit verwirrt. "Er ist plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht und er sieht nicht besonders gut aus." "Was heißt, er sieht nicht besonders gut aus?", fragte Henael jetzt mit mehr beärgert als verängstigt. Adoniel zuckte verunsichert mit den Achseln. "Ich weiß nicht. Besser, ihr kommt mal mit raus." Draußen stand tatsächlich ein einzelner Monarch vor dem Höhleneingang. Er wartete in einigem Abstand vor der Felswand und sah ihnen mit leerem Blick entgegen. Im Schein des Mondes schien seine Haut fast dieselbe Farbe zu haben wie seine zerfetzte, graublaue Kutte. "Das muss einer der ramelitischen Monarchen aus Morella sein", schoss es Ariel in den Kopf. Als sie sich ihm näherten, wurde klar, was Adoniel gemeint hatte. Die krankhaft graue Gesichtsfarbe war kein Effekt des Mondlichtes. Leicht schwankend stand der Monarch im Geröllfeld vor der Felswand. Seine Arme hingegen hingen schlaff an seinem Körper herab und seine Lider waren halb geschlossen. Als Henael auf den Monarchen zutrat und ihn an der Schulter packte, begann der Leib des Mannes unter der grauen Kunte zu zucken. Und mit unmenschlichem, gequältem Stöhnen öffnete der Monarch seinen Mund und ein dichter Strahl aus kleinen schwarzen Käfern schoss daraus hervor. Die kleinen Insekten trafen Henael prasselnd auf der Brust und stoben dann in alle Richtungen davon. Erschrocken taumelte der Michaelit zurück und ließ die Schulter des Monarchen los, der sofort leblos zusammenbrach. Die Käfer hatten sich mittlerweile in einem schwarzen Schwarm gesammelt und flogen hektisch zwischen den fassungslosen Engeln umher. Dann, bevor auch nur einer von ihnen so recht wusste, was geschehen war, erhob sich die ganze Wolke schwarz glänzender Käferleiber noch einmal in den Nachthimmel und war verschwunden. "Verdammt!", empfuhr es Henael, der den toten Monarchen erschrocken anstarrte. "Jetzt ist Joram zweifelslos gewarnt." "Meinst du, der Monarch war so eine Art Wächter?" Ariel sah Henael fragend an. Dieser nickte grimmig. "Und jetzt sind die Käfer sicher auf dem Weg zu seinem Versteck." "Wenn das so ist", sagte Daniel triumphierend, "dann kann uns dieses Exemplar hier sicher dahin führen." Breit grinsend reckte er seine Faust hoch. Vorsichtig streckte Daniel den Käfer in einem Probebehälter aus klarem Kunststoff, den Maloriel ihm gab. Der Bewahrer des Wissens hatte eine ganze Auswahl dieser Plastikdosen in seinem Gepäck und trat nun noch einmal in die Höhle, um etwas von der Branderde in eine andere zu füllen. "Sehr gut", nickte Henael anerkennend. Aber Maloriel beachtete ihn nicht. Ariel versuchte, den Blick des Rameliten aufzufangen. Aber der sah nur stur auf zu Boden und ignorierte auch sie. Sie seufzte leise. Immerhin hatte er bei aller Eifersucht wenigstens ihre Mission nicht vergessen. Während Daniel und Henael gespannt den dämonischen Käfer im Behälter in Daniels Hand beobachteten, kniete Rahel neben dem Monarchen nieder, um ihn zu untersuchen. Dann kam sie zu Ariel hinüber. "Er ist tot. Aber ich glaube, er war schon tot, bevor die Traumsaat in ihn fuhr." Ariel konnte sehen, wie die junge Raphaelitin versuchte, ihr Schaudern zu verbergen. "Du meinst", fragte Ariel, "die Käfer in seinem Leib haben ihn bewegt wie eine Marionette?" "Ich glaube schon", antwortete Rahel zögernd.
Und was hat ihn umgebracht? Rahel zuckelte mit den Achseln. Das kann ich nicht sagen. Wunden habe ich keine entdeckt. Wir brechen auf, erklang jetzt Hinayels Stimme. Daniel meint, der Käfer habe einen so starken Drang, zu seinem Meister zurückzukehren, dass seine Orientierung im Probebehälter uns in die Richtung dorthin weist. Wir sollten nicht vergessen, dass Joram durch die anderen Käfer gewarnt ist, erinnerte Ariel ihre Gefährten. Er weiß zwar, dass die Branderde gefunden wurde, aber er wird uns trotzdem kaum so schnell erwarten, erwiderte Hinayel entschlossen und schwang sich dicht hinter Daniel in die Luft. Außer es ist eine Falle, presste Maloriel neben Ariel zwischen den Zähnen hervor. Nach etwa einer halben Stunde langsamen Fluges, der die Schar tiefer in die schroffen Berge nördlich von Morella hineingeführt hatte, hielt Daniel plötzlich in der Luft an. »Es kann nicht mehr weit sein«, flüsterte er. »Ich rieche Rauch.« Und tatsächlich führte der Käfer sie direkt zu einem Felsplateau, auf dem sich hoch über einer Schlucht die Überreste eines Turms oder eines ähnlichen Bauwerks erhoben. Beim Näherkommen erkannten sie, dass hier einst eine gewagte Brückenkonstellation eine tiefe Schlucht überspannt hatte, von der jetzt aber nur noch die Pfeiler emporragten. Diese hatte auf den ersten Blick wie verwitterte Türme gewirkt. »Dort ist es«, sagte Daniel leise, der abermals in seinem Flug innehielt. »Wer auch immer dieses Feuer entzündet hat, wollte nicht, dass es entdeckt wird. Aber hin und wieder kann ich dort zwischen den Brückenpfeilern ein paar Funken erkennen.« Ariel hatte weder den Rauch gerochen noch die Funken gesehen, aber sie wusste auch, dass sich ihre Sinne nicht mit denen des Urieliten messen konnten. Sie schwebten jetzt dicht gedrängt etwas tiefer über ein paar Nadelbäumen, die sich an die zerklüfteten Felswände klammerten. Nur noch die Spitzen der verfallenen Brückenpfeiler waren hinter der Biegung der Schlucht in mattem Mondschein zu erkennen. »Bist du dir sicher, dass dort das Ziel des Käfers liegt?«, fragte Hinaye leise und wies auf die Brücke. Daniel nickte. »Gut.« Der Michaelit zog entschlossen sein Schwert. »Dann ist es jetzt an der Zeit, den Ketzer Joran seinem wohlverdienten Schicksal zuzuführen.« Auch die anderen griffen zu den Waffen. Daniel gab Maloriel die Dose mit dem Käfer zurück und spannte eine Sehne auf seinen langen Bogen. Maloriel zog seinen Dolch, und auch Adoniel machte sein breites Flammenschwert kampfbereit, ohne jedoch die Klinge bereits zu entzünden. Ariel begnügte sich mit einem kurzen Schwert mit der leicht gekrümmten Klinge, während Rahel überhaupt keine Waffe zog, sondern nur grimmig in sich hineinlächelte. Hinayel nickte noch einmal in die Runde, dann stieg er mit ein paar Flügelschlägen noch etwas höher hinauf und setzte sich in Richtung der Brücke in Bewegung. »Daniel, du kommst mit. Ariel, du führst die anderen um das Lager herum. Dann nähert ihr euch auf mein Zeichen hin dicht über dem Boden.« Alles Gefühl war aus der Gedankenstippe des Michaeliten gewichen. Sie fühlte sich kalt und glatt in Ariels Kopf an, und sie war sicher, dass die anderen es auch spürten. Hinayels Gedanken besaßen solch eine hypnotische Kraft, dass sie ihre Schwingen kaum selbst in Bewegung setzen musste. »Fliegt durch die Schlucht«, hallte es ihrem Kopf wieder. »Folgt mir«, wies sie jetzt ihrerseits ihre kleine Gruppe an und stürzte sich in einem schnellen Flug steil in die Tiefe. Sie spürte, dass die anderen ihr dicht auffolgten. Knapp über dem reißenden Fluss am Grunde der Schlucht bremste sie mit ausgebreiteten Flügeln ihren Sturzflug ab und glitt über dem Wasser auf die Überreste der Brücke zu, die jetzt hoch über ihren Köpfen aus der Felswand ragte. »Wie können Sie sehen?« meldete Hinayel sich wieder. »Es sind mindestens 10.« Daniel sagte 12. »Sie haben einen kleinen Kreis gebildet, und der in der Mitte muss Joram sein.« Ein schemenhaftes Bild schoss Ariel durch den Kopf. Auf der breiten Brücke bildeten 11 Gestalten in dunklen Kapuzen einen Kreis um eine 12. Person, die in einer Art Aura aus goldenem Licht zu schweben schien. Sie strengte sich an, ihren Flug zu beschleunigen, und die anderen folgten ihr in einer langgezogenen Kette unter der Brücke hindurch. Im Schutze des Felsvorsprungs begann sie wieder zu steigen,
und knapp unterhalb der Brücke verharrte Ariel in der Luft und versammelte die anderen um sich. Wir sind bereit. Sie konnte fast spüren, wie Henaya irgendwo dort oben nickte. Rahel zu mir, Adoniel und Maloriel an die Flanken. Sofort formierten sich die Engel nach Ariels Befehl und alle vier erhoben sich über den Felsvorsprung. Für einen Moment konnte sie mit eigenen Augen das Bild sehen, das Henaya ihr zuvor auf telepathischem Wege übermittelt hatte. Dann überstürzten sich plötzlich die Ereignisse. Daniel war auf dem ihnen abgewandten Brückenpfeiler gelandet und ließ einen Pfeil nach dem anderen auf den Ekstatiker und die besessenen Monarchen, ihre graublauen Roben waren jetzt unzweifelhaft zu erkennen, heruntersausen. Dann flackerte die Aura um Joran plötzlich auf und er flog auf den Ureliten zu. Regungslos saß er mit gekreuzten Beinen in seiner goldenen Flammenkugel, die auf Daniel zuraste. Doch im letzten Moment kreuzte Henaiel seinen Flug und reckte ihm sein schimmerndes Schwert entgegen. Jetzt! Auf Henaiels Zeichen schoss Ariel mit den drei anderen Engeln auf die Brücke zu. Auf den Ekstatiker! Um die Besessenen am Boden können wir uns später kümmern, befahl sie. Sofort stürzten sich Adoniel und Maloriel von beiden Seiten auf Joram, der Henaiels Schwerthiebe mit den bloßen Armen zu parieren schien. Als er sich jetzt umwandte, um sich auch gegen die neuen Angreifer zur Wehr zu setzen, konnte Ariel erkennen, dass seine Unterarme kaum noch menschlich waren, sondern ganz aus schwarzem Chitin bestanden. Viel erschreckender jedoch war, dass Jorams Augen fest geschlossen waren, während er die Angriffe der Engel mit traumwandlerischer Sicherheit abwehrte. Ariel, Rahel, ließ sich Henaiel, der sich immer wieder auf den Ekstatiker stürzte, jetzt wieder vernehmen. Achtet auf die Monarchen! Im nächsten Moment flog eine lodernde Feuerkugel knapp an ihnen vorbei. Ariel sah sich um. Daniel hatte drei der Monarchen niedergestreckt, aber die anderen scharten sich jetzt um zwei seltsame Maschinen, von denen die eine erneut eine Flammenkugel in Richtung des Luftkampfs schleuderte. Neben den Maschinen brannte je ein kleines Feuer. Daniel, hilf uns, wies sie den Ureliten an und flog dann dicht gefolgt von Rahel auf die Brücke hinab. Der Asphalt der breiten Straße, die einst über die Brücke geführt hatte, war an vielen Stellen geborsten und es gab ein paar große Löcher, durch die Ariel den schwarzen Abgrund der Schlucht erkennen konnte. In rasendem Flug fegte sie dicht über die Köpfe der einen Gruppe besessener Monarchen hinweg. Ihr kurzes Krummschwert versprühte knisternde Funken, als sie nach allen Seiten auf die Gestalten in den grauen Kutten einhieb. Am Ende ließ sie einen letzten, kraftvollen Hieb auf die Maschine herabsausen, die mit einem fürchterlichen Krachen zerbarst und eine zähe, ölige Flüssigkeit auf die Brücke ergoss, die sofort in Flammen aufging. Mit einem kurzen Blick stellte Ariel fest, dass Rahel über der anderen Maschine schwebte und alle Monarchen, die sie bedient hatten, am Bogen lagen. Aus einigen der Körper drangen Daniels grüne Pfeile. »Ariel, Hilfe!« Das war Henaiel und es klang, als wäre er in ernster Gefahr. Erschrocken blickte sie zum Himmel auf und sah den Michaeliten in der Luft hoch über der Schlucht mit Joram ringen. Adoniel und Maloriel umkreisten die beiden Kontrahenten in geringem Abstand, schienen aber keine Gelegenheit für einen sicheren Hieb zu finden. Mit ein paar Flügelschlägen schoss Ariel zu ihnen auf. Maloriel, Adoniel, zurück! Daniel, ich brauche dich jetzt! Mit einem Mal spürte sie, wie die Schar geschmeidig ihren Gedanken folgte. Daniel war wieder auf einem der Brückenpfeiler gelandet und hatte sich hingekniet. Der lange, obere Wurfarm des kunstvoll aus Kevlarholz und grünerer Glasfaser gefertigtem Bogen spannte sich. Ariel spürte, wie Daniel seinen Geist leerte und sich vollkommen auf sein Ziel konzentrierte. Sie flog jetzt dicht über den beiden Ringenden. Joram hatte eindeutig die Überhand gewonnen. Seine goldenen flackernde Aura war größer geworden und hatte Henaiel jetzt vollkommen umschlossen. Und seine dämonischen Arme spannten sich um den Hals des Michaeliten. Plötzlich wandte der Ekstatiker Ariel sein Gesicht zu und seine Lider hoben sich. Das kalte Glitzern der runden Facettenaugen darunter ließ Ariel erschauern. »Schieß doch, Daniel!« Aber es war zu spät. Mit einem fürchterlichen Krachen brach Henaiels Halswirbelsäule unter dem eisernen Griff des Ekstatikers. Ariel spürte den Schmerz ihres Ordensbruders auch durch ihr eigenes Rückgrat rasen und konnte sich nur mit äußerster Willensanstrengung
in der Luft halten. Durch die Zornestränen, die ihr in die Augen schossen, konnte sie sehen, dass Daniels Pfeil Joram an der Schulter getroffen hatte. Der Ketzer stieß ein furchtbares Heulen aus und ließ Henayels leblosen Körper in die Schlucht fallen. »Henayel«, rief Ariel aus und stürzte dem fallenden Engel hinterher. Sie bemerkte kaum, dass der Rest der Schar ihr folgte. »Ariel«, wie ein Flüstern erklang die Stimme ihres sterbenden Ordensbruders in ihrem Kopf. »Du kannst mir nicht mehr helfen. Du musst Joram aufhalten. Eterna ist sein Ziel. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde die Läuterung erfahren. Und jetzt ist es an dir, dich um die Schar zu kümmern. Leb wohl, Ariel.« »Nein«, schrie sie wütend in ihrem Geist, aber es war zu spät. Unter ihr durchschlug der tote Michaelit die Oberfläche des Flusses. Als sie den Boden der Schlucht erreichte, konnte sie nichts außer ein paar silbernen Federn erkennen, die auf dem schäumenden Wasser trieben.